Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit dem Thema Flashbacks. Plötzliche Erinnerungen an Dinge, die man oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte verdrängt hat. Mein Name ist Ursula Schulenburg und ich bin selbst betroffen von sexuellem Missbrauch und Gewalt, weiß, was Flashbacks sind und arbeite seit Jahrzehnten mit Menschen, die Trauma- und Gewalterfahrungen haben erleben müssen. Steigen wir gleich ein in dieses große Thema. Flashbacks, was heißt das? Es heißt, dass ganz plötzlich in Situationen, wo man es eigentlich kaum erwartet, Erinnerungen da sind an etwas, was einem passiert ist oder was man erlebt hat. Flashbacks benutzt man meistens im negativen Zusammenhang. Das heißt, man erinnert sich an traumatische Erlebnisse. Die große Frage ist ja, warum passieren sie? Und die nächste Frage, die Betroffene immer wieder stellen, ist die, warum um alles in der Welt hat man diese Erlebnisse verdrängt? Wieso braucht es eigentlich erst so einen Flashback? Viele Menschen wissen, dass sie sexuell missbraucht wurden. Sie haben es ja erlebt. Und haben, weil diese Ereignisse so schwerwiegend waren, den Zugang zu diesen Erlebnissen verloren, zu diesen Gefühlen, zu diesen Erinnerungen. Sie wissen, was sie erlebt haben, aber nicht mehr genau. Sie haben Schwierigkeiten, es zu erzählen. Sie haben Angst, überhaupt sich dieser Gefühlswelt wieder zu öffnen. Ein Teil von ihnen glaubt, und oft ist das auch sehr real, dass sie an diesen Erlebnissen verrückt werden würden. Dass sie nicht die Kraft haben, Ja dazu zu sagen. Und dass, wenn sie sich komplett erinnern würden, sie letztendlich umgebracht werden. Warum sage ich das auf diese Art und Weise? Weil man, und so ist es in den meisten Fällen, das Kind, was dieser Mensch einmal war, was diesen Missbrauch erlebt hat, so programmiert hat, so konditioniert hat. Wenn du etwas erzählst, kommst du ins Kinderheim, bringe ich dich um. Und ein Kind kann man relativ schnell davon überzeugen, letztendlich jeden Menschen, wie kostbar das Leben ist oder einfach mal ganz normal ausgedrückt, wie schnell man jemanden auch auslöschen kann. Und ein Kind glaubt, dass es einfach ist, es umzubringen. Und das kann man jedem demonstrieren, indem man ihm einfach mal für eine gewisse Zeit die Luft zum Atmen nimmt. Ich weiß, es ist grausam, aber leider ist das gängige Praxis bei Menschen, die andere Menschen missbrauchen, beim sexuellen Missbrauch. Viele Betroffene versuchen nun über Therapien, über harte Arbeit an sich selbst, Zugang zu sich selbst zu finden, mehr Klarheit zu haben, mehr Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein im Sinne von sich ihrer selbst bewusst zu sein. Denn alles das, was wir verdrängen, ist etwas, was ja nicht weg ist, sondern was in uns weiterlebt, wenn auch unbewusst. So, nun wird nun versucht, über Therapien, über Gespräche an das ranzukommen, was verschlossen ist. Das können sein ganz klassische psychotherapeutische Gespräche, Maltherapien, in denen man intuitiv das ausdrückt, was in einem ist, Tanztherapien, alles das, was einem ins Gefühl bringt, was die Verbindung zu einem selbst stärkt, in der Hoffnung, dass dann das Gefühl sich öffnet und man einen besseren Zugang zu sich selbst hat. Weitere Therapien sind natürlich zum Beispiel die Hypnose, Rückführungstherapien. Und diese Therapien zielen ab, direkt an das Unterbewusste anzuknüpfen, dort Informationen zu bekommen. Ich habe immer wieder von Menschen gehört, die das gemacht haben. Einigen hat es geholfen, anderen nicht. Ich selbst stehe der Hypnose eher kritisch gegenüber. Deshalb, weil ich weiß, dass wenn die Zeit reif ist, sich das Unterbewusste freiwillig öffnet und man es nicht umgehen muss oder eben über die Hypnose bei ihm anzapft. Nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was jeder ganz individuell für sich entscheidet. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo Menschen berichten, dass selbst über Hypnose
sie nicht an die verdrängten Erlebnisse herankam. Es war so, so haben das diese Menschen beschrieben, als ob das Unterbewusste sich weigert, dass da etwas so Großes ist, was auf gar keinen Fall ans Licht kommen darf. Oft erzählen diese Menschen, dass es Todesangst war und ganz tiefe, und das ist sehr interessant, Schamgefühle, die sie so innerlich blockiert haben, dass sie gesagt haben, lieber verdränge ich es komplett und gehe damit unter, als dass ich es hochkommen lasse. Was so ein in sich verkapseltes Energiefeld, emotionale Energie, die aufgestaut ist, in einem Menschen an Schaden anrichten kann, liegt, glaube ich, selbst wenn man nicht vom Fach ist, auf der Hand. Es ist ein ganz großes Energiepotenzial, was dort negativ an dieses Ereignis gebunden, verdrängt ist, vor sich hingärt, schwert, eitert. Die berühmte Leiche im Keller. Die Frage ist die, was kann man tun, um an diese Informationen heranzukommen, auf einem ganz natürlichen Wege? Interessant ist, und das habe ich öfters in meiner Arbeit erlebt und auch bei mir selbst, dass in dem Moment, wo wir einen anderen Menschen gefunden haben, dem wir vertrauen, von dem wir wissen, dass er unser Trauma tragen kann. Und wissen meine ich gar nicht mal so sehr bewusst, sondern tatsächlich aus dem Bauch heraus. Wir wissen, der wird uns nicht verurteilen. Der wird nicht die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, das ist mir zu groß. In dem Moment, wo wir so einen Menschen gefunden haben, öffnet sich die Psyche von alleine. Bei mir war es ähnlich. Ich habe die meisten Erlebnisse meiner Kindheit und Jugend nicht verdrängt. Und dennoch konnte ich mich erst richtig für sie öffnen, sie wirklich annehmen und transformieren und heilen. In dem Moment, wo es Menschen in meinem sozialen Umfeld gab, die diese Erlebnisse, dieses Trauma ein Stück weit mitgetragen haben, die die Kraft hatten, das zu ertragen, was für mich damals unerträglich schien, obwohl ich es in Wahrheit schon getragen habe. In solchen Momenten passieren tatsächlich Flashbacks. Plötzlich ist es so, als ob sich etwas in dir öffnet. Du kannst es wieder sehen in seiner ganzen Klarheit. Du sagst, Mensch, stimmt ja, genau so war es. Wieso konnte ich das eigentlich nicht vorher ertragen? Solche Situationen können Angst machen. Aber du kannst dir immer sagen, solltest du so etwas erleben, wenn ich das jetzt sehe, wenn sich mein Unterbewusstes jetzt öffnet, ohne Druck von außen, ohne Hypnose, ohne bewusstseinserweiternde Substanzen, wenn es ganz natürlich sich jetzt zeigt, muss ich auch stark genug sein, es zu ertragen. Die Psyche, das Unterbewusste ist schlau. Es überschüttet dich nicht mit Informationen, für die du nicht bereit bist. Das ist zumindest meine Erfahrung. Gleichzeitig würde ich dir natürlich immer empfehlen, dir Hilfe zu holen und nicht alleine durch so eine große transformative Phase deines Lebens zu gehen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Der erste Schritt ist tatsächlich der, dass du einen Deal mit dir machst, dass du versprichst, diesen Splitter, der in deiner Seele ist, nicht gewaltvoll herauszuoperieren, dass du an ihm arbeitest, dass du offen dafür bist, dass du viele Wege gehst, dass du Vertrauen zu dir selbst aufbaust, dass du mit deinem Unterbewussten sprichst, mit deinem inneren Kind. Aber dass du nicht selbst dich vergewaltigst, nur um an diese Information heranzukommen. Dieses Versprechen und Commitment, sich künftig auf liebevolle Art und Weise sich selbst zuzuwenden, ist unendlich wichtig. Der zweite Punkt ist der, dass du dir Menschen suchst, oder zumindest einen, der dich zutiefst versteht, der dich niemals verurteilen wird, der auch noch dann an deiner Seite ist, wenn die Dämonen und Monster in dir hochkommen. Was meine ich mit Dämonen und Monster? Das kann zum Beispiel sein, dass du plötzlich Erregungsgefühle empfindest, wenn du über deine eigene Vergewaltigung sprichst. Wie kann das sein? Ich habe darüber ein Video gemacht. Du findest es auf meinem YouTube-Channel. Wichtig ist, dass du Menschen um dich aufstellst oder zumindest einen,
die in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahren, die vom Fach sind, die mit dieser Materie umgehen können. Immer dann, wenn du dich seelisch und psychisch safe fühlst, das heißt sicher, angenommen, gehalten, getragen, immer dann wird sich automatisch dein Inneres, dein Unterbewusstes öffnen. Es ist ein Phänomen, dass immer dann, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir loslassen können, unsere Psyche sich öffnet. Das ist das Phänomen der Wochenend- oder Feiertags- oder Urlaubsmigräne. Man weiß, man kann loslassen. Und der Körper tut das Seine. Immer dann, wenn man weiß, man hat Zeit, man ist safe, man ist gehalten, öffnet sich die Psyche und schmeißt den Dreck raus. Denn man hat ja jetzt Zeit und die nötigen Ressourcen, um diese Themen zu bearbeiten. Wenn wir in einem Kampf- und Survival-Modus sind oder einfach eingespannt sind in bestehende Systeme wie Familie, wie Arbeit, es ist eine Routine, man muss funktionieren. Wenn ein gewisser Druck herrscht, wird sich die Seele weniger öffnen, das Innere weniger öffnen, weil man einfach eingespannt ist und sich den Luxus des inneren Aufbrechens nicht wirklich leisten kann. Vertraue darauf, dass dann, wenn sich deine Psyche öffnet, du auch die Kraft hast, damit umzugehen. Vielleicht bist du eingeladen, aufgefordert, etwas in deinem Leben zu verändern, Dinge im Außen so umzustrukturieren, dass du tatsächlich mehr Zeit für dich hast und dass du dich ganz auf das konzentrieren kannst, was gerade aus dir herauskommt. Nicht damit es größer wird, sondern damit du dich ihm zuwenden kannst, dass du es endlich angehen kannst, dass du es heilen kannst, dass du es transformieren kannst. Das wäre die nächste Aufgabe. Wenn dir diese Information weitergeholfen hat, wenn du Themen wie diese unterstützen möchtest, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du mehr Informationen wie diese erhalten möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel. Du findest mich auch auf Facebook und Instagram. Dort verteile ich täglich Seelenumarmungen und auch kleine Seelenarschtritte. Und natürlich schau vorbei auf meiner Homepage. Dort findest du Bücher zum Thema und Online-Kurse. Ich freue mich auf dich. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Video.